Hallo, wir sind Mitglieder der Medienklasse und unsere Aufgabe ist das Internet. Wir sollen einen Videoblog erstellen und Seiten auf Facebook und dazu stellen wir uns jetzt erstmal vor. Ja, wir kommen von der Schule Gymnasium Himmelstür und ich bin Jakob. Ja, ich bin Vincent. Ich bin Max. Also, wir sind das 9E, das Gymnasium Himmelstürs. Wir werden jetzt im Folgenden ein paar Gruppen interviewen, die beim City Upgrade mitmachen. Das ist jetzt die Fotogruppe und der werde ich jetzt mal ein paar Fragen stellen. So, meine erste Frage ist, was eure Ziele sind? Wir dokumentieren den Tag am Donnerstag und veranschaulichen die Projekte. Und jetzt spezifisch als Fotogruppe, was ist da so eure Aufgabe? Also wir wollen die einzelnen Vorschläge der Schulen jetzt erstmal fotografisch darstellen, soweit das jetzt geht, hier in der Schule. Und die dann natürlich für die Internetseite, wie schon gesagt. Wir sind jetzt hier bei der Textgruppe und ich habe ein paar Fragen an euch. Was sind eure Ziele bei deinem Sinn? Ja, also wir werden ein Magazin gestalten, hoffentlich, und unsere Webseite mit Texten füllen. Außerdem machen wir Interviews und begleiten das Klassenzimmer. Hallo, wir befinden uns hier vor dem Raum der Videogruppe und möchten gleich einmal ein bisschen in ihre Arbeiten schauen. Wenn du die Stange hältst, du hältst das daher, das ist ein bisschen schwerer, du hältst das nicht für uns, das würde ja gehen, aber du wirst in 5 Minuten derart schwer. Ja, das ist gut. Entschuldigung. Was machst du gerade? Ich fahre das Mikrofon-Dingsteil aus. Hast du es schon mal gemacht? Nee, mein erstes Mal. Ja. Und kriegst du das gut hin oder ist es schwierig? Ja, es geht. Also das Teil an sich ist ziemlich schwer, deswegen. Alle kommen nicht mehr. Weil also auch da passiert es ganz oft, dass ein Frust entsteht und dann und funktioniert es noch nicht. Also bis jetzt hat er uns nur das Stativ gezeigt und es sind noch ganz viele Koffer und Taschen, aber bis jetzt wissen wir noch nicht, was da drin ist, aber das wird er uns ja hoffentlich noch erzählen. Ja? Oder die Zebrastreifen. Genau, das heißt, wir begrenzen an eine Überbelichtung. Ja? Solange es Zebrastreifen ist, dann geht es ja noch. Okay? Aber das Problem ist eine andere. Guck mal. Kannst du mich erkennen? Nein. Und warum ist das denn so? So, mit dem Video haben wir euch jetzt einen kurzen Einblick in die Arbeitsabläufe unserer Presseklasse gegeben. Weiteres seht ihr morgen im Planspiel im Rathaus. Tschüss. Tschüss.